Und diese Person hat es als Strafe benutzt, mich für gewisse Zeitspannen einfach zu ghosten, bis sie mir dann wieder schrieb, als wäre nichts passiert. Wurdest du schon mal geghostet? Oh mein Gott. Ja. 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 Yes. Ich habe ein Talent dafür, geghostet zu werden. Also. Und nicht nur einmal. Und ich denke nur so, warum? Warum? Kurz überlegen. Nein, ich bin eine transsexuelle Frau auf den Dating-Apps. Ghosting ist quasi mein Hauptzeitvertreib. Ey, es ist mega nervig. Ich wurde so oft geghostet. Erst letztens tatsächlich. Ja, natürlich. Wer wurde noch nicht geghostet? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich werde gerade von meinem Vermieter geghostet. Was heißt das nochmal? Dass jemand dich zu 100% ignoriert, auf keine Nachricht mehr antwortet, dich quasi aus dem Leben löscht. Wurdest du schon mal geghostet? Oh mein Gott. Ja. 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 Yes. Ich habe ein Talent dafür, geghostet zu werden. Also. Und nicht nur einmal. Und ich denke so, warum? Warum? Was bin ich überrascht zu sehen, dass die Leute, die wir tagtäglich auf dem Klo von Funk zu sehen bekommen, für gewöhnlich darunter leiden, dass sie im Internet ignoriert werden. Und ich habe Schwierigkeiten, mir gerade zu erklären, woran das denn liegen könnte, dass diese Leute ignoriert werden. Diese Leute haben so vieles zu erzählen und zu sagen, wovon wir alle profitieren können. Merkt das denn keiner? Okay, Funk hat's gemerkt, ne? Drum kriegen wir diese Pappnasen ja auch täglich vorgesetzt. I don't want to live on this planet anymore. Und damit ein schmerzlich willkommen zurück auf dem Klo von Funk. Der Sender bzw. der Funkkanal auf YouTube, auf dem uns fast jeden Tag Leute, deren Existenz uns am Arsch vorbeigehen könnten, vorgestellt werden, irgendwelche Nicht-Probleme behandelt werden und wo uns Leute, die wir nie treffen wollten, die wir nie sehen wollten, uns Probleme und Dinge über sich erzählen, die wir nie hören und nie von ihnen wissen wollten und dafür von Geld bezahlt werden, das wir diesen Leuten nie zahlen wollten. Aber das ist das Konzept von so Formaten wie auf Klo und ähnlichen dutzenden Funkkanälen. Selbstherrliche Existenzhibitionisten gehen uns auf den Sack, indem sie uns ihre Meinung und ihre Sicht der Dinge als die ultimative Wahrheit anpreisen. Dort kurieren sie auf Beitragszahlerkosten ihr Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und lassen alle halbwegs intelligenten Zuschauer verzweifeln. Und vor allem lassen sie daran zweifeln, ob das, was sie da beitragen, noch irgendwas mit Bildung und Bildungsauftrag zu tun hat. Was für ein Haufen Scheiße. Okay, wir haben jetzt gehört, wenig überraschenderweise, dass viele von den Leuten, die da auf Klo zu sehen sind, im Real Life oder sogar im Social Media von ihren eigenen Freunden getrost ignoriert werden. Wie gesagt, ich verstehe vollkommen, warum die das tun. Nur die öffentlich-rechtlichen Medien sind so blöd, diese Leute uns dafür dann zu zeigen. Dieses Scheiße-Gelaber! Aber wenn wir schon dabei sind, uns das Elend hier nochmal anzutun, lasst mal weiterhören, was habt ihr denn sonst noch für Wehwehchen? Ich habe die Person getroffen, das Date lief auch meines Erachtens nach sehr gut und dann war die Person einfach weg. Also wir haben so mehrere Monate gedatet und dann haben wir irgendwann aufgehört, also die Person hat irgendwann aufgehört mit mir zu reden, also mit mir zu schreiben, indem ich so gefragt habe, ob wir irgendwie so ernsthaft daten oder nicht oder was daraus werden könnte. War wie mies. Voll. Fand schon sehr schwierig zu dem Zeitpunkt, weil ich die Person sehr mochte. Also ich war mit dieser Person auch in einer Art Beziehung und diese Person hat es als Strafe benutzt, mich für gewisse Zeitspannen einfach zu ghosten, bis sie mir dann wieder schrieb, als wäre nichts passiert. Hätte ich die Möglichkeit, vor seine Haustür zu scheißen, dann würde ich das machen. Was für ein Haufen Scheiße. Das hat sich richtig schlimm angefühlt. Und das hat damit angefangen, dass ich tatsächlich bei einer Verabredung stehen gelassen worden bin. Und man hatte sich auch schon gesehen. Und plötzlich ist die Person nicht aufgetaucht. Und ich habe nie eine Antwort bekommen, warum die Person nicht aufgetaucht ist. Und das war sehr gewaltvoll, weil es mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich habe geweint danach und ich habe mich echt mies gefühlt. Ich war richtig traurig. Ich habe, glaube ich, eine Woche durchgeheult. Das ist ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, der nicht wirklich da ist. Es war sehr schwer für mich, das irgendwie jetzt so zu verarbeiten und zu vergessen. Weil ich so irgendwie auch öfter mit der Person noch konfrontiert war. Ja, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Aber irgendwie habe ich mich dadurch auch stark gefühlt, weil ich wusste, hey, ich würde so nicht mit der Situation umgehen. Für mich als jemand, der queer ist, als jemand, der nicht weiß ist, ist was? Für mich als jemand, der queer ist, als jemand, der nicht weiß ist, ist halt, glaube ich, Ablehnung. Alter, dein Hautton, so wie ich das hier sehen kann in eurem Video, entspricht so ziemlich dem Farbton meiner Haut. Und ich würde mich nicht als schwarz bezeichnen. Ich bin genauso ein Bleichgesicht wie du. Prügel ihn, Centurio, für diese Unverschämtheit. Au! Oder bist du jetzt ab sofort auch automatisch ein People of Color, bloß weil du schwul bist? Wenn ja, dann ist mir der Zusammenhang zwischen sexueller Orientierung und Hautfarbe entgangen. Falls der Typ wirklich dunkelhäutig ist, nehme ich das natürlich alles zurück. Es
könnte ja auch an der Überbelichtung des Videomaterials liegen. Die Leute vom Team hinter der Kamera waren der Meinung, dass sie mit möglichst viel Überbelichtung die Unterbelichtung der Pappnasen kaschieren könnten. Als jemand, der queer ist, als jemand, der nicht weiß ist, ist halt, glaube ich, Ablehnung so ein schmerzhaftes Thema. Und wenn diese Ablehnung dann nicht mal kommuniziert wird, dann komme ich, glaube ich, noch weniger klar. Als Drag Queen oder sehr feminine, flamboyante Person ist es doch durchaus an der Tagesordnung, geghostet zu werden, vor allem, wenn Leute herausfinden, dass ich Drag mache. Weil ich würde sagen, auf Dating-Plattformen bin ich nicht immer direkt erkenntlich. Aber sobald Leute das rausfinden, ist es entweder, sie finden es geil und sie feiern es, oder sie finden es furchtbar und ghosten mich. Was ich aber viel schlimmer fand, ist dann, als mich ein Freundeskreis quasi geghostet hat, weil ich einfach nicht mehr Teil von einer WhatsApp-Gruppe war, in der alles stattgefunden hat, und dann wurde ich ausgeschlossen, mehr oder weniger absichtlich. Ich war eine ehemalige beste Freundin. Ich bin dann weggezogen zum Studium und unser Leben hat sich so voll in verschiedene Bahnen einfach ein bisschen gelaufen. Ich glaube schon, dass man es als Ghost nennen kann, weil ich mich irgendwann einfach nicht mehr gemeldet habe. Also das mit der besten Freundschaft zuvor, darüber will ich mich nicht lustig machen, sowas Ähnliches kenne ich auch. Ich habe auch einen alten Freund gehabt, der irgendwann, nachdem er sein Studium fertig hatte, sich einen ganz neuen Freundeskreis zugelegt hat und da seine Kontakte, seine frühen Kontakte alle abgebrochen hat. Das einzig Tröstliche daran ist, das hat der mit allen gemacht und nicht nur mit mir, deswegen weiß ich, dass es nicht an mir lag. Aber ansonsten, ey Mann, wenn die Leute dich ignorieren, dann haben sie vielleicht einen Grund. Und wenn nicht, dann vergiss sie einfach. Du findest schon irgendwen, mit dem du gut auskommst, mit dem du Spaß haben kannst. Wenn das vorher eine gute Freundschaft war, dann kann ich verstehen, dass das schmerzhaft ist. Aber die Typen klagen darüber, dass sie von Leuten ignoriert werden, an denen sie, wie ich das hier so rausgehört habe, noch nicht einmal hängen. Die eine mit ihrer Gruppe, wo... Was muss man um Aufmerksamkeit betteln? Und wieder einmal mehr verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass die Leute, die da auf Klo zu sehen sind, regelmäßig uns nur deshalb dort jeden Scheiß, den wir nie hören wollten, von sich mitteilen und preisgeben, weil sie offline in ihrer eigenen Selbsthilfegruppe gemobbt werden. Ich danke da gerade besonders an die blonde Moderatorin, deren Namen ich mir wieder mal nicht gemerkt habe. Ich merke mir halt nur relevante Fakten. Die uns vor einem halben Jahr mitgeteilt hat, dass sie in ihrer Jugend von Dildos in Pornos traumatisiert wurde und dass sie erst deshalb Jahre später gefühlvollen Sex haben konnte, weil sie diese Bilder mit den Dildos so gequält haben. Hä? Apropos... Die haben allen Ernstes ein Video rausgehauen, wo sie uns erzählt haben, an welchen ungewöhnlichen Orten sie schon Sex hatten. Na, das gehört auf jeden Fall zum Bildungsauftrag. Das ist eine mathematische Gewissheit. Gibt andere Orte, wo man eher Sex haben kann. Muss man wollen. Muss man wollen. Also ich hab zwei Orte. Ich hatte einmal Sex in einem BVG-Bus und ich hatte schon mal Sex im Bundestag. BVG-Bus? Ja. Also eine öffentliche Linie? Ja. Im Bus. Oh, ja. Interesting. That was hot. Und im Bundestag, das war... It happened. Einfach nur im Bundestag? Ja. Das ist ein Bucketlist. I know. Es war einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Faszinierend. Es war einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Mit einem Politiker oder mit wem hat man denn dann da Sex im Bundestag? So habe ich den Begriff Koalitionspartner zwar noch nie verstanden gehabt, aber okay. Ich hoffe lediglich, dass in solchen Situationen beim Vollzug des Geschlechtsakts im Bundestag der Fraktionszwang entfällt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie da der Hammelsprung aussieht. How dare you? Wie dem auch sei. Sicher bin ich mir allerdings, dass... ob mit oder ohne Wahlrechtsreform, die Oberweite von Ricarda Lang nicht als Überhangsmandat gewertet wird. Jetzt ist es ja so, bei einem Gebäude wie dem Reichstag könnte ich mir ja irgendwie vorstellen, dass sie irgendeine Toilette gefunden haben, wo sie es miteinander machen. Bei einem Bus stelle ich mir das ein bisschen seltsam vor. Also ich weiß nicht, ob er uns da jetzt einen Bären aufbindet, weil sowas würde dann tatsächlich... Ja, ich glaube, da könnte sich die Polizei dafür interessieren. Da ich bezüglich dieses Themas aber ungern genauso wenig neue Informationen haben will wie ihr, ob Schnacksen im Bus oder Schnacksen im Bundestag, wir wollen das Thema jetzt mal nicht vertiefen. Also, ich will keine weitere Information, wollte ich sagen. Deshalb breche ich hier ab, also das Video, und wünsche trotz dieses Horrortrips heute ein schönes Wochenende. Wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.